Was ist Assault Android Cactus? Diese Frage stellen wir uns in diesem Video. Mein Name ist Sebastian Stange, ich habe André Peschke neben mir. André Peschke ist noch einer der Uneingeweihten. Ich hingegen spiele das Spiel seit einem halben Tag ungefähr und ich bin begeistert. Du bist so ein Profi. Ich sehe schon am Hauptmenü, Sebastian, ich bin froh, dass es dir endlich gelungen ist, nicht nur ein unbekanntes Indie-Spiel auszuwählen, das vermutlich keinen hinterher interessieren wird. Nein, es sieht auch noch aus wie ein Kinderspiel, um möglichst noch weniger Leute anzusprechen. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Nachdem du dich ein bisschen ausgenörgelt hast, würde ich direkt reingehen, denn das Spiel ist fantastisch. Ich das ist also Cactus, genau, unsere Heldin. Man spielt verschiedene Androiden-Heldinnen, die haben alle so ein bisschen ist das ein weiterer Versuch der feministischen Front, unser geliebtes Hobby zu unterwandern, indem sie uns nur weibliche Spielfiguren in einem Twin-Stick-Shooter anbieten, Sebastian Stange? Ich ignoriere diese Frage und zeige die Oberwelt. Das gibt 5 verschiedene Zonen. Ich habe jetzt mich bis zur Zone 4 vorgespielt, wo mich der Endgegner noch ein bisschen fertig macht und fange jetzt erstmal an in der ersten Zone. Und ich würde ein paar verschiedene Levels zeigen, die will ich jetzt nicht unbedingt durchspielen, und ein paar verschiedene Androiden, um einfach zu zeigen, was im Spiel drinsteckt. Bitte. Anhand dieses Levels hier werde ich erstmal erklären, worum es geht. Nimm mir einen einfachen, damit wir nicht ständig wieder neu anfangen müssen. Das passt. Ich finde eine klassische Oberwelt übrigens zur Levelauswahl, das ist schön. Sowas respektiere ich, das ist gut. Ja. Es ist ein ganz klassischer Twin-Stick-Shooter, lässt sich aber auch mit Tastatur und Maus ganz ordentlich steuern. Dieser Level hat das Gimmick, dass das Licht manchmal ausgeht. Man hat so eine Standardwaffe, mit der folgt man praktisch ununterbrochen. Man kann im Menü auch einstellen, dass man automatisch feuert, nur wenn man die Taste loslässt. Nicht. Warst du tot gerade? Ich bin niedergeworfen worden. Das Gesundheits- oder Energiesystem ist ein bisschen eigenwillig. Du siehst oben diese grüne Batterie. Die leert sich beständig und kann nur aufgeladen werden durch grüne Power-Ups, die ich von getroffenen Gegnern auflese. Das heißt, ich muss beständig Gegner töten und die Wellen erledigen, um weiter am Leben zu bleiben. Und wenn ich getroffen werde, dann leert sich diese Batterie eben noch schneller. Und die weißen Schnupsis, die möchtest du aufsammeln? Die möchte ich aufsammeln. Die powern langsam meine Privärwaffe auf. Du siehst, die feuert jetzt schon deutlich schneller und ein bisschen dicker als vorher. Und dazu gibt es noch 3 verschiedene andere Power-Ups. Und das war's an Gameplay. Also mehr Tiefe steckt nicht drin. Aber dennoch bin ich wirklich begeistert, wie viel Abwechslung in Sachen Level-Design und Gegnertypen und wie die Wellen so designt sind, drinsteckt. Das ist eins der Power-Ups, das deaktiviert kurz die Roboter-Gegner. Es gibt noch eine Waffen-Power-Up, ein Geschwindigkeits-Power-Up und das war's. Ich sehe auch schon hier Punkteketten, also das heißt wahrscheinlich ohne einen Treffer einzustecken, wollen erreicht werden, um Highscores zu produzieren. Wer das S-Ranking haben möchte, der sollte ununterbrochen Gegner töten, ohne dass diese Combo abläuft und wir haben vorhin festgestellt, es ist ein netter Soundtrack mit dabei. Ja. Ja. Das Ganze erinnert so ein bisschen auch an den Soundtrack von Super Stardust. Das ist so mein Goldstandard für Twin-Stick-Shooter. Das ist auch eben ein Arena-Shooter. Das gibt wenige Levels, wo wir uns irgendwie von A nach B bewegen. Meistens gibt es eine Arena, die sich so ein bisschen verformt und in der wir dann einfach die Gegnerwellen erledigen. Das ist ziemlich bare bones, aber trotzdem super geil. Ich gehe mal raus und bisschen Smash-TV-mäßig. Smash-TV kenne ich jetzt nicht so gut, aber gehe zu einer anderen Zone, die ist auch ganz Hat witzig. Jeder Level so ein Gimmick mit Licht aus oder was ähnliches? Nö, aber sie sind erstaunlich abwechslungsreich und noch einen größeren Unterschied macht, welchen Roboter wir wählen. Die haben verschiedene Primär- und Sekundärangriffe. Holly zum Beispiel hat automatisch Suchgeschosse, also muss ich nicht wirklich zielen. Und das Sekundärwaffe einen Kanonenschlag, der sehr langsam durch die Gegend fliegt und auch durch mehrere Gegner hindurch fährt. Das ist insbesondere in engen Levels ganz praktisch. Und ich finde das wirklich super, wie sich dadurch das Gameplay grundlegend verändert und wie man auch verschiedene Roboter ausprobieren muss bei verschiedenen Levels, um den optimalen zu finden. Auch bei Bossgegnern ist es extrem wichtig. Und dazu muss ich sagen, was ich die ganze Zeit eigentlich schon hätte sagen müssen, das steuert sich so gut. Die Steuerung ist mit dem Gamepad wirklich hervorragend, mit der Tastatur auch sehr gut. Ich bevorzuge die Pad-Steuerung, aber ich kann auch verstehen, wer die Tastatursteuerung bevorzugt, hat ihre Vor- und Nachteile, hat man dann halt einen Cursor. Es ist so griffig, es ist so direkt, es fühlt sich einfach richtig an. Ich finde es bemerkenswert, wie die Entwickler hier sozusagen die Balance und Spielmechanik wirklich auf den Kopf getroffen haben. Super. Na, sauber. Diese Knockdowns, das ist aber nur, dass du halt quasi kurzzeitig nichts machen kannst. Also das heißt, erst wenn deine große Batterie da oben leer ist, dann bist du beim Knockdown verliere ich meine Combo, verliere ein bisschen meiner Primärwaffen-Upgrades. Ich sollte die auch vermeiden, aber vor allen Dingen muss ich daran denken, so schnell wie möglich, so zügig wie möglich die Gegnerwellen wegzumachen, wenn eben diese grünen Pop-Ups auftauchen.
Dann würde ich sagen, ist damit schon alles gesagt. Oder? Nein, wir schauen uns ganz kurz noch einen Bossgegner an und eine der interessanteren... Du kriegst wieder den Hals nicht voll, ne? Ja, wenn du schon mal die Chance hast, deine Indie-Games vorzuführen, ja, dann kannst du nicht loslassen. Nein, zudem gibt es Cheats in diesem Spiel, halt Android Select. Es gibt zum Beispiel einen Small-Head-Modus. Ja. Gibt es auch einen hübschen Grafik-Modus? Man kann ein paar Grafikfilter einstellen, man kann das Ganze angenehm anpassen. Man kann Grafikfilter einstellen? Wieso habe ich das noch nicht gezeigt bekommen? Es gibt den J.J. Abrams-Filter. Bitte. Wollen wir den aktivieren? Natürlich. Dann müssen wir kurz raus in die Collections, in die EX-Options und haben hier den J.J. Abrams-Filter. Bam. Man kann sogar KI-Gegner einstellen. Spielt man das frei oder ist das von Anfang an? Kauft man sich von freigespielten Credits. Okay. Und ich würde den Normal-Sized-Head-Modus auch noch aktivieren, weil... Das ist sonst alles furchtbar. So. Sieht aber völlig falsch aus, oder? Ja, eindeutig. Da stimmt was nicht. Und Aubergine ist einer der interessantesten Charaktere vom Gameplay. Mit der versuchen wir uns mal am Endgegner. Inklusive Lensflares wegen dem J.J. Abrams-Filter. Wie unerwartet, dass das der Effekt des J.J. Abrams-Filters ist. Sehr schön, auch die Bossgegner haben nette kleine Dialoge, die auch immer passend zum jeweiligen gewählten Androiden ausgewählt sind. Die Story ist vernachlässigbar, das muss man angehen. Dieser Charakter hat lediglich eine Art Boomerang, den man steuert mit der Feuertaste. Man gibt die Richtung vor und schickt das Ding weg, indem man Feuern drückt und es kommt zurück. Dead Space. Der Ripper. Ja, und das Ding ist fantastisch. Das braucht sehr viel Skill, aber es ist in einigen besonderen Gelegenheiten super. Und außerdem kann man dieses schwarze Loch erzeugen. Diese Waffe, oder besser gesagt, dieser Android ist auch für diesen Bosskampf hervorragend geeignet, weil er einen mit so Fliegenschwärmen ganz schön auf die Pelle rückt. Oh mein Gott, ich sehe nichts. Jedenfalls, die Bossgegner, da ist es dann schon alles so ein bisschen mehr Bullet Hell. Da kommt sehr drauf an, ein bisschen so diese Geschossmuster zu erkennen, wirklich darauf zu achten, dass man nicht getroffen wird, mehr die Spielfigur bewegen als auf den Gegner zielen. Ist aber doch typisch, also alle diese Art von Shooter, die so eine große Energieleiste mit sich bringen, das sind ja die dann nicht so auf die totale Perfektion achten, sondern da musst du halt einfach mal was einstecken. Ja. Du musst halt quasi immer nur rausfinden, okay, das ist der Weg, wo ich nicht total vernichtet werde. Ich bin jetzt ganz kurz nochmal zurück zum Boss oder einfach einen anderen Level. Ich zeig nochmal einfach mal ganz kurz zum Schluss. Die Shotgun-Klasse, auch eine super Sache, insbesondere in engeren Levels und man kann so ein Schild erzeugen. Super. Und ich muss sagen, das Spiel macht nichts wirklich besonders, aber die Basics eines Twin-Stick-Shooters macht es absolut hervorragend. Und das Allerbeste, es gibt eine Demo. Da kann sich jeder davon überzeugen, dass sich das wirklich so gut spielt. Und wem diese Demo gefällt, der kann bedenkenlos zugreifen. Ist es wenigstens billig? 13 Euro für 25 Level ist schon ein gehöriger Preis. Vielleicht sollte man auf einen Rabatt warten, aber dafür ist das Spiel wirklich sehr gut. Das stimmt alles. Na dann, mit diesen Worten. Danke, dass du die Geduld hattest. Und danke fürs Zuschauen.